Ups, ich habe das Richtige getan. Die Musik hier gefällt mir nicht. Schau mir in die Augen, Kleines. Nein. Auf dem Schreibtisch liegen medizinische Unterlagen. Nichts wirklich Interessantes. Könnte man hier nicht irgendwas machen? Nicht danach aus. Gut, durch diese Tür hier. Wo sind wir? Im Waschbecken ist was. Im Waschbecken sind Schrotpatronen. Musik ist doch schrecklich. Was ist das? Ein Telebim. Was? Dritte Etage Flur im Patientenflügel. Da gibt's nämlich einen Code, den wir brauchen, das weiß ich. Dankeschön, dass ich das jetzt vorher gefunden habe, bevor wir zurücklaufen müssen. Warte, wo sind wir denn jetzt? Das war die falsche Taste. Wenn wir durch diese Tür gehen, gehen wir wieder raus. Dann gehen wir jetzt zurück in den Examining Room. Wir planen. Aber wir gucken uns noch... Nur Lebensmittel, keine Medikamente lagern. Den Kühlschrank an, wollte ich sagen. Was? Das ist wohl kaputt. Verdammt, kommen wir da gar nicht durch? Ich weiß es, danke. Nö, kommen wir gar nicht rein. Gut. Jetzt gehen wir aber richtig. Falsche Taste. Ich schaue mir immer noch in die Augen. James, du darfst da auch durchgehen. Türen sind zum Öffnen da. Oh, endlich hört das auf. Was ist das eigentlich? Was? Da hängt was am schwarzen Brett, aber es ist nichts weiter Interessantes. Gut, nicht. Einmal schön speichern. Noch einmal vorsichtshalber. Und dann gehen wir hoch. Wir haben ja jetzt den Code, wenn der Kuli es nicht verdeckt. Ich hoffe, da kommen nicht so unbedingt die Gegner. Das werden wir gleich feststellen. Zweite Etage haben wir durch. Und die dritte. Natürlich kommen da Gegner. Maria, du musst hinter mich. Abgeschlossen. Hau drauf. Hau drauf. Hau immer schön drauf. Wenn es nur eine ist, ist es nicht schlimm. Oh, da kommt noch eine. Wir sollten die Waffe wechseln. Hey, abhauen! James! Maria, folg! Maria! Danke. Du sollst safe sein. Ja, danke schön. Habe ich verdient. Au. Maria? Wir wechseln mal eben schnell die Waffe. Oh, und wir sollten uns heilen. Wir... Nimm mal die Schrot. Gut. War's das? Was ist das? Oh, ein Medikit. Ja, bei größeren Verletzungen sollten wir vielleicht auch mal Medikits verwenden.
Okay. Wir wechseln eben die Waffe. Weiß sie doch nicht so. Bin zurückgegangen. Nein, schon wieder. Jetzt darf ich die Taste drücken. Okay, Schloss ist kaputt. Was? Drücke den Knopf, aber nichts passiert. Okay. Falsche Taste. Das ist kaputt. Einmal die Orientierung. Sind wir hier durch? Ja, hier sind wir soweit durch. Jetzt kommt das. Das wird ein Spaß. Ja, das finde ich super. Entschuldigung, ich hab's im Kopf. Ich weiß nicht wieso. Das war besser als mein anderer Ohrwurm. Ja, wir haben's. Und zwar 7. 3. 3. 5. Jetzt gehen wir speichern. Maria, du musst einmal folgen. Wir gehen speichern. Du musst mich wieder einmal... Ja, sorry. Du musst mich aber einmal durchlassen. Wir wollen speichern. Ich habe nämlich keine Lust, was ich nämlich nicht wusste oder vergessen habe, dass wenn sie drauf geht, ich im Game Over bin. Ich dachte, das sei nur Teil 4, wo das ist. Nicht Teil 2. Da habe ich mich getäuscht. Und deswegen speichern wir jetzt schön. Wem das auf den Sack geht, tut mir sehr leid. Müsst ihr mitleben, dann guckt euch ein anderes Let's an. Guckt euch ein Gameplay an, guckt euch ein Playthrough an, mir egal. Was furchtbar langweilig ist, weil es nicht kommentiert wird. Aber... ich werde immer schön speichern. Und wem das hier auch zu lange dauert, Pech gehabt. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Das ist Jahre her. Und da habe ich es nämlich, glaube ich, auch auf einfacher gespielt. Zum Reinkommen. Weil ich kannte es zwar als Let's, aber ich habe es selbst noch nie gespielt. Verstehst du? Aber das gibt's doch nicht. Schlag! Vor ihr am besten. Wieso bist du wieder da? Sag's mir. Habe ich nicht oft genug auf dich draufgehauen, Maria? Du bleibst hinter mir. James! Du bist echt atemberaubend. Atemberaubend scheiße manchmal. Danke. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Schloss ist kaputt. Okay. Ich höre dich. Höre dich, sehe dich aber nicht. Weil du noch da ganz hinten bist. Ja, komm her. Ja, so erwischst du mich nicht. Und wenn ich die richtige Taste drücke, dann hätte ich den ersten Schlag hingekriegt. Aber da ich die falsche Taste drücke, warst du schneller. Es ist so laut auf meinen Ohren, Mädels. Wisst ihr das? Ich finde es cool, dass sie hier schon so aussehen, wie ich die Krankenschwestern mag. Und nicht, wie sie in der, ich glaube, alten Version aussehen. Mit den Haaren, das sieht so hässlich aus. Okay, die Tür geht auf. Was ist hier zu finden? Das ist das. Nein.
Dings. Wait a minute. I'm kind of tired. It's just a hangover. You should rest. So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Ja, eine alte, verschlissene Matratze. So gemütlich. Ich weiß, dass da was liegt. Schlüssel zum Dach. Wenigstens sind wir jetzt Maria als Anhängsel los. Müssen auf eine Person weniger achten, dass sie nicht stirbt. Wenn wir jetzt nach Laura suchen, dann weiß ich, was bald kommt. Guck einmal auf die Karte. Von 4 bis 14, 10 Räume noch auf der linken Seite und 2 Räume noch, 3 Räume noch, plus das Treppenhaus, auf der rechten. Wir gucken noch bis Zimmer 7, weil es die Hälfte ist, und dann gehen wir speichern. Außer wenn wir hier einen Speicherpunkt finden, das weiß ich nämlich. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht, ist zu lange her. Ich höre dich. Warst du um die Ecke? Nein. Gut, einen Augenblick. Oh, das... Da steckt etwas im Abflussrohr fest. Das Loch ist zu klein, ich komme mit meiner Hand nicht dran. Wenn ich vielleicht irgendein langes, schmales Werkzeug hätte. Ja, I know. Ich weiß, was du brauchst. Schön übrigens, wie das Blut, es soll eigentlich Blut darstellen, mal wieder grünlich dargestellt ist, weil... Ja. Das weiß ich. Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte dir ausweichen. So, wo bist du? Habe ich jetzt alle Räume bis 7? Ja, ich habe alle Räume bis 7. Fantastisch. Dann kämpfe ich jetzt noch gegen dich. Immer schön zwischen die Beine. Du schlägst nicht nach mir. Ich schlage dich, aber du nicht mich. Einverstanden, musst du mitleben. Ob du willst oder nicht. Ja, voller Rage haben wir jetzt erstmal sowas von draufgeschlagen. Ich habe Angst, dass wenn ich da durchgehe, das Rätsel kommt. Ruftaste des Aufzugs ist abgedeckt. Okay. Geht sowieso nicht. Wer ist dann noch? Lass das. Fehlen noch weitere 7 Räume. Wir müssen noch erst aufs Dach dafür. Da ist doch noch jemand. Wer bist du? Eine Krankenschwester. Nein, gar keine Krankenschwester. Dankeschön. Ein Speicherpunkt. Ja. Ich dachte, hier oben sei keiner. Siehst du, so habe ich das in Erinnerung. Noch einmal, weil es so schön war. Ja. Hier dürfte mir eigentlich nichts passieren, weil hier ist ein Kampf, den ich nicht leiden kann. Und, es kommt später. James, du darfst auch durch diese Tür gehen. Danke. Seh dich. Du mich auch?
Schlag einfach drauf zu. Schlagen, 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 komm. Hauze, hauze, immer auf die Schnauze. James, los! Wenn die Musik noch länger da ist, ist es nicht schlimm, aber Hauptsache, der steht nicht nochmal auf. So, einmal kontrollieren. Zwei Zimmer noch. Okay. Oh, und den Restroom, den haben wir vergessen. Ganz hinten. Da sehe ich die Tür ja immer. Die geht auf. Ja, das weiß ich nämlich noch. Oh, ein Code war bestimmt dafür. Fragt sich nur welcher. Wir probieren mal das hier. Aber ich glaube, es war das andere. 8. Wir brauchen noch einen Code. Ich hätte gerne die 9. Danke. Ja, okay, das war's. Aber hier wird's nicht funktionieren, oder? Wir probieren's einfach mal mit demselben Code. 8, 9, 3, 5. Ne, funktioniert nicht. Dann fehlt uns noch ein Code. I'm not sure. Was steht da? Da steht etwas an der Wand. Luis, ich werde mich für immer um dich kümmern. Es ist mein Schicksal. So schreckliches Deutsch, aber im Englischen ist es wahrscheinlich nicht besser. Entschuldigung. Das ist sehr schön, dass du dich immer um Luis kümmern wirst. Das wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Ich wollte ins Inventar. Wir können uns mal was Kleines gönnen. Schlüsselgraviert, Iris wurde mit Lapislazuli eingelegt. Den wollte ich probieren. Ich habe den Schlüssel Lapisauge benutzt. Habe ich es doch richtig in Erinnerung gehabt. Jetzt fehlt nur dieses Schloss. Gut, uns fehlt nur noch ein Code. Falsche Taste. Wir müssen noch einen Code finden. Ich weiß aber nicht, wo er ist. So, jetzt müsste das hier sein, richtig? Yes. Wir nehmen schon 2 Stunden auf und ich bin so lahm. Aber ich glaube, beim ersten Mal war ich lahmer. Und lahmer. Lama, 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 duck. War das nicht so? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben den Schlüssel zum Dach. Wir werden also jetzt einmal den Raum testen. Das ist kaputt. Gut. Haben es getestet. Und dann gehen wir hoch. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, ich weiß, was passiert, aber wie immer nicht sicher. Ich habe gespeichert. Wenn was passiert, ist nicht tragisch. Einmal das. Ja, da liegt etwas auf dem Boden. Das ist ein Tagebuch. Vielleicht finden wir dort den Code. 9. Mai. Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier. Nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Sprach kurz mit dem Arzt. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Mets haben mich heute krank gemacht. Wenn's mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? 12. Mai. Wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger bereiten, aber ich bin so oder so eine Last.
Kann es mir wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen, statt zu kämpfen? Einige werden das sagen, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber es soll, so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Es ist schön draußen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich entlassen bin. Dass ich nach Hause gehen muss. Ich. Hier hört das Tagebuch auf. Es gibt keine weiteren Einträge. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Ich habe eine schlimme Vermutung. Er sagte, er will rennen. Und was kann man hier gut vom Dach aus machen? Überlasse ich euch jetzt. Uhuhu. Ich muss einfach... Oh, okay. Ich vergesse immer, dass das so gehört. Und es gefällt mir immer noch nicht. Hi.